Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal PokéDentals. Wir machen heute nicht das aufwendigste Video, sondern eben einfach mal einen kleinen Check-up. Was kosten so die aktuellen Pokémon-Produkte? Ich spezialisiere mich da vor allem auf Schwert und Schild. Ist immer noch, ist meine Favoriten-Ära. Da gibt es einfach tolle Sets, die es auch immer noch zu Preisen gibt, die wir uns alle wahrscheinlich noch leisten können. Es sei denn, man will unbedingt Evolving Skies. Dann wird es teuer. Drachenmantel. Ja, und deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach mal rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback da lasst. Das ist nämlich das erste Video dieser Art. Und ja, es soll kein Werbevideo sein. Alle Shops, die ich hier genannt habe, von denen bekomme ich tatsächlich jetzt kein Geld. Crispy Cards, die auch genannt sind, haben hier in dem Video einfach das beste Angebot und sind unabhängig davon sowieso in meiner Infobox genannt. Also gerne mal vorbeischauen. Und ansonsten wollte ich noch dazu sagen, ich bestelle nicht bei irgendwelchen Shops, ich werde euch nicht irgendwelche Shops nennen, wo irgendwo günstige Produkte zu finden sind, sondern eben nur die, bei denen ich selber schon bestellt habe, einfach um sicher zu gehen, dass man dort kein Scam erfährt. Ich würde ungern euch irgendwelche Shops empfehlen, bei denen man am Ende abgescampt wird. Das ist bisher bei den Shops, denen ich bestellt habe, einfach nicht passiert. Und deswegen, ja, zeige ich euch da einfach mal ein paar Shops jetzt mit guten Angeboten, wie ich finde. Natürlich ist auch ein bisschen neuere Sets dabei. Vor allem jetzt gleich am Anfang geht es um die Vorbestellung von Stellarkrone, worauf ich mich sehr freue. Und ich würde sagen, wir machen da jetzt gar nicht lange rum, wie immer, und gehen rein auf mein Bildschirm heute. Also ich werde jeden Shop da unten in der Info-Video-Beschreibung, Infobox, whatever, werde ich verlinken. Dann könnt ihr da drauf auch die Produkte finden. Ich würde es auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr dazu sagt. Soll ich das weitermachen, das Format? Gefällt es euch? Was wollt ihr noch? Rein da! So, wir fangen auch direkt an mit den ersten Produkten. Ich würde heute sagen, wir schauen mal, wo kann man denn hier die Terrapagos Ultra Premium Kollektion relativ günstig vorbestellen. Bei Crispy Cards kann man das für 110 Euro vorbestellen, plus Versand abzüglich 5%, wenn ihr PokéDentist als Code eingebt. Hier unten ist noch die Top Trainer Box auf Englisch und eben auch auf Deutsch. Und ich habe wirklich das Display hier auf Deutsch noch nicht unter 120 Euro gesehen und ihr würdet eben 6 Euro sparen, wenn ihr die 5% noch eingebt, dann zahlt ihr hier 113,99 plus Versand. Die meisten Shops haben ja eine recht hohe Versand-Mindestbestellabmenge, das, was für ein Wort. Für eine Mindestbestellmenge, um dann kostenlos Lieferung zu bekommen, das sind hier eben 200 Euro. Crispy Cards. So, wenn ihr auf Card Corner geht, dann könnt ihr wirklich günstig das englische Display vorbestellen für 105 Euro. Hier kann man auch auf Deutsch vorbestellen, aber wie ihr seht, hier kommt eben auch der Versand drauf und gleicher Preis. Nur bei Crispy Cards eben 5% günstiger. Hier kann man aber aktuell auch noch relativ günstig die anderen Displays bestellen. Hier ist zum Beispiel Obsidian Flammen oder Scarlet and Violet Base Set für einen schmalen Taler. Die Paldea Evolve Booster zum Beispiel. Ja, hier ist immer noch einiges. Aber hier gibt es eben auch noch. Okay, vorhin gab es noch mehr. Hier gibt es jetzt noch Silver Tempest Display für 160 Euro bei PokéCorner. Und hier ist man dann, glaube ich, auch ab dem Preis versandkostenfrei direkt. Wenn man aber jetzt eh mehr bestellt, kann man auch mal gucken, ob es sich woanders mehr lohnt. Ansonsten habe ich gesehen, dass hier PokéCorner recht viele Displays reinbekommen hat, eben auf Japanisch. Hier zum Beispiel Paradigm Trigger, eins meiner Lieblingssets. Ich mache jetzt nicht für alles irgendwie hier Werbung, was jetzt günstig ist, sondern ich gucke das, was ich bestellen würde, weil es Sinn macht zu investieren oder, also meiner Meinung nach, oder eben einfach gute Sets. Hier bin ich zum Beispiel jetzt noch gar nicht reingegangen, obwohl es sicherlich sinnvoll wäre. Lost Abyss Display, man eben hier auch für 86,99 für einen guten Preis noch auf jeden Fall. Ja, dann ganz wichtig, Top Trainer Boxen. Hier gibt es immer noch die beiden Top Boxen, meiner Meinung nach, auch preislich für 29,99 Silver Tempest bei Pokeweird. Hier bekommt ihr übrigens
ab 30 Euro ein Gratis-Booster mit dem Code SEHASH. Dafür müsst ihr einfach das Booster in den Warenkorb legen. Das kann man über die Suche finden und dann eben den Code SEHASH eingeben und bekommt dann die 3 Euro, die dieser Artikel kostet, erstattet und somit ein kostenloses Booster, was richtig nice ist. Dann haben wir hier die Elite-Trainer-Box Lost Origin, die war jetzt am Wochenende. Müsst ihr vielleicht mal gucken, im Sale, die war für, glaube ich, 33,99 im Angebot. Auf jeden Fall auch ein guter Preis. Die geht auf jeden Fall günstiger. Hier bei Cards are Fun habe ich jetzt noch ein richtig geiles Produkt gefunden, was man auf jeden Fall sich super kaufen kann, hinstellen kann oder auch aufpacken mit den ganzen Squishies drin. Da ist auch Drachenwandel natürlich drin und zweimal sogar. Für 65 Euro finde ich das eigentlich ganz okay. Hier könnt ihr übrigens auch noch auf die erste Bestellung 5% sparen. Muss man einfach seine E-Mail angeben und dann geht's los. Wie gesagt, habe ich mich hier eigentlich hauptsächlich auf Schwert und Schild fokussiert. Hier kann man nämlich noch für 63,99 auch noch eine Fusion Strike Trainerbox kaufen. Ob sich das lohnt, muss sich selber jeder selber fragen. Aber ist auf jeden Fall auch ein nices Produkt. 8 Booster. Keine Promos damals. Dann wären wir hier noch bei Toy Treasure. Hier gibt es ganz tolle Deals auch. Extra jetzt. Alles rabattiert. Zum Beispiel hier die Paladin Fates Mini-Tins für 8 Euro. Sleeve Booster für relativ günstiges Geld. Und eben auch die Elite-Trainer-Boxen. Und zwar haben wir hier für 33,90 Lost Origin. Unschlagbarer Preis, habe ich nirgends günstiger gesehen. Und hier auch noch zum Beispiel Battle Styles für 41,90. Wenn man da nochmal eine alte Schwert und Schild haben möchte, einfach rein da. Auch hier die andere Variante und eben auch Silver Tempest. Das ist natürlich jetzt günstiger gewesen bei Pokebeard, aber muss man halt dann entscheiden. Hier bekommt man günstigere Versandkosten und auch noch einen Gutschein, den ich euch einblenden werde. Hier kann man auch nochmal Brilliant Stars bestellen. Also das ist ein Traum. Auch immer cool. Paladin Fates und das hier ist sowieso geil, aber ein bisschen teuer, würde ich sagen. Da kriegt ihr auch die Top-Trainer-Box noch hier von Kamsin und Purpur. Deutsch ist halt immer etwas teurer. Leider ausverkauft Zenit der Könige. Aber schaut mal, was man hier alles kaufen kann. Das ist schon nice für jemanden wie mich, der am liebsten Schwert und Schild kauft. Und hier nochmal zu guter Letzt Fusionsangriff eben auf Deutsch. Für 80 Euro hier nochmal die Weg des Champs auf Englisch oder Champions Path Elite Trainerbox. Und genau, ich finde, da kann man schon geile Deals machen. Und jetzt möchte ich mir hier mit euch noch die Yonko TCG-Seite anschauen. Hier gibt es nämlich eine Besonderheit, nämlich die chinesischen Produkte zu Bestpreisen. Ich werde nicht bezahlt oder so, sondern ich finde einfach die chinesischen Artikel teilweise richtig geil. Ich bin nicht so der Fan von den Karten, bin ich ehrlich, aber auf jeden Fall von dem Zubehör, was da immer dabei ist, mit Ordnern und vor allem kann man eben dann doch, na gut, ich bin doch auch ein Fan von den Karten, man kann eben auch noch die alten Packs wieder öffnen. Hier zum Beispiel, ich bin auch kurz davor, mir hier mal so eins rauszulassen. Ich habe mir jetzt gerade die Mew-Box bestellt, aber hier sieht man eben auch, was man da drinnen wieder ziehen kann. Und das ist einfach nur nice. Die kostet, würde jetzt zum Beispiel 62,95 kosten. Und ja, vielleicht können wir das auch mal öffnen. Was sagt ihr dazu? Sollen wir mal chinesische Produkte öffnen? Würde mich mal interessieren. Ja, und nichtdestotrotz gibt es hier natürlich auch einen Sale-Bereich, wie bei fast allen. Und eine ganz coole Sache, was ich auch gleich noch erkläre. Hier gibt es nämlich ein wöchentliches Gewinnspiel. Und ja, hier kann man dann mal schauen. Es gibt jetzt ein paar Sachen, sind im Angebot. Vor allem chinesisch. Und die haben auch zum Beispiel Paradigm Trigger ganz preiswerter. Und Lost Abyss sogar noch günstiger. Und eben alle anderen Displays. Hier ist auch ein sehr guter Preis tatsächlich noch. Also es gibt auf jeden Fall viele Shops da draußen. Ich habe jetzt mal die genommen, bei denen ich mich auch trauen würde zu bestellen. Das muss ich ganz klar sagen, weil ich würde euch nicht irgendeinen random Shop empfehlen. Klar kann man mit PayPal bezahlen und ist dann relativ sicher. Ich muss aber sagen, ganz ehrlich, wir wissen es alle, Paket verschickt, Paket angekommen.
Das ist eigentlich schon der Nachweis. Der Käuferschutz von PayPal ist schon gut. Bei eBay habe ich da leider andere Feelings, wenn ich ehrlich bin. Da hatte ich einen richtigen Kackfall. Würde ich jetzt nicht mehr empfehlen, da mit einem Prio-Brief irgendwas zu kaufen, weil eBay selber, also wenn du mit Prio-Brief was bestellst, dann auf jeden Fall PayPal bezahlen. Das ist so mein Tipp. Und ja, wir gehen noch auf einen letzten Shop, damit wir noch ein paar haben, und das ist dann Games Island. Und Games Island habe ich auch schon selber bestellt. Ich habe bei allen übrigens schon bestellt, die ich genannt hatte. Gibt es das Super Sale von Pokémon. Immer richtig geile Sachen. Hier ist der Back to School, die Chest. Das ist auf jeden Fall ein Kauf wert. Hier ist auch schon einiges ausverkauft. Hier gab es jetzt auch die Summer Tints nochmal. Und die haben natürlich auch Displays. Ich muss jetzt mal eigentlich sortieren. Es absteigen. Fangen wir mal hier mit den teuersten an. Breakthrough Booster Display. Hier 179,99 gab es noch Lost Origin vor kurzem. Das gibt es jetzt eben für 200 Euro zum Beispiel bei Crispy Cards. Und dann spart ihr eben noch 5%, sind immerhin 10 Euro, dann bei 200 Euro. Und ihr würdet wahrscheinlich dann, so wie ich das sehe, versandkostenfrei kaufen können. Hier ist, auch die sind jetzt hier ausverkauft. Ah, hier steht es noch nicht. Aber leider alles ausverkauft, sehr gute Preise natürlich, ist man aber von Games Island auch bei den Produkten gewöhnt. Und hier 119,99, ich möchte nochmal sagen, Crispy Cards, definitiv, unabhängig davon, ob ich mit denen irgendwie verpartnert bin oder nicht, bester Vorbestellpreis überhaupt, den ich bis jetzt gesehen habe. Wenn ihr mir was anderes sagt, ist auch okay, gerne in die Kommentare schreiben. Das soll kein Werbevideo sein, sondern eben ein Video für euch, dass ihr wisst, wo man günstig Karten kaufen kann. Das ist mir sehr wichtig. Ich schaue ja auch, wo es am günstigsten ist. Gut, und damit würde ich auch sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen Rückmeldung gebt, wie ihr solche Videos findet. Ich werde das ganz kurz zusammenschneiden, gar nicht lange rummachen, kein großes Intro. Die Freitagsvideos bleiben mit meinen Openings. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und ich sage, ciao, ciao. Willkommen bei Pokédentist, hier fängt der Spaß an. Gemeinsam mit euch Booster öffnen, das ist mein Plan. Tägliche Shorts und wöchentliche Videos, klar. Auf YouTube und Instagram immer für euch da.